Wer trainiert, legt gern mal mehr Gewicht auf. So gilt's auch für Big Willy, den Schiffshebekran und damit Möglichmacher der Boot Düsseldorf. Die 1000 Kilo Blöcke allein sind jeweils keine Last für ein Kaliber wie den 1979 in Dienst gestellten Kran. Insgesamt aber türmen sich hier zum Schluss 104.000 Kilogramm. 4 Tonnen über der zugelassenen Belastungsgrenze des orangefarbenen Ungetüms. Das muss sein. Sicherheit erstmal geht vor, erstmal für die Arbeitenden. Aber natürlich auch, wenn die Boote ankommen, wenn die Yachten ankommen, dann müssen die sicher aus dem Wasser gehoben werden können und danach ins Wasser rein. Deswegen wird hier alles bis aufs Kleinste überprüft. Es wird ernst. Big Willy schmeißt die Katzen an. Das sind die fahrbaren Elektromotoren ganz oben auf dem Kran. Im Führerstand zeigt das Display, dass zumindest ein Gewicht über 50 Tonnen wiegt und somit über der Belastungsgrenze liegt. Die andere Palette mit der 100%ig identischen Last wird falsch gemessen. Hier müssen die Techniker ran und neu kalibrieren, damit es im Januar, wenn die Yachten kommen, keine Überraschungen gibt. Einmal die ganze Hydraulik wird im Vorfeld schon geprüft und die ganzen Schläuche werden jedes Jahr immer wieder erneuert, damit wir keine Hydraulikschäden haben. Und zum anderen sind es die Schäkel, die quasi an den Hebegurten hängen. Die werden jedes Jahr nochmal durchgeröntgt, damit da auch keine Risse, feine Risse erkannt werden und wir keine Probleme bekommen. 104.000 Kilogramm. Und ja, Big Willy quittiert den Dienst. Beziehungsweise macht er, was er soll. Abschalten. Zur Sicherheit. Jetzt kommt die Generalprobe für das Fahrwerk. Dafür lasten die Männer ab. Von 104 auf knapp 96 Tonnen. Immer noch mehr, als die größte erwartete Yacht wiegen wird. Die schwerste ist eine Sunseeker 95, also fast 30 Meter lang, 29 Meter lang. Und die wiegt 85 Tonnen. Alles bereit also für die 7 Tage Arbeitswoche im Januar. Kurz vor der Messe Boot Düsseldorf wird Big Willy alle Boote, die auf eigenem Kiel anreisen, aus dem Wasser fischen. Nur eins wurde heute nicht getestet. Ob dem vielleicht berühmtesten aller Schiffshebekräne das Wasser im Rhein immer noch nicht zu kalt ist.